Musik von den Außenwelt. Wir switchen rüber und let's rock. Gut, ihr habt es so gewollt. Also. Nachdem Carina erst bei McDonald's, dann im Dönerladen, dann bei der Tankstelle, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann im Weihnachtsladen, dann als Ärztin, dann als Kinokartenverkäuferin, dann als Kellnerin, dann im Schön... so 10 Minuten von dem Video plus Erklärung, wo sie gearbeitet hat. Als Salon, dann als Flughafenmitarbeiterin, dann bei der Deutschen Bahn, dann als Psychologin, dann als Burgerverkäuferin, dann als Hellseherin, dann als Touristikfrau, dann im Weihnachtsmannladen und dann beim Arbeitsamt und dann im Klamottenladen hat sie nun einen neuen... Carina arbeitet im Kindergarten. Viel Ach, Spaß und du gute Heiliger! Oh nein! Carina, ich habe ein Bild für dich gemalt. Oh wow, das ist aber... Die Frage ist, wie hat sie überhaupt bei dem Lebenslauf den Job bekommen? Schön, oder? Schön? Naja, also... Magst du's nicht? Doch, doch, was haben wir denn hier? Oh, du hast deine Mutter gemalt. Das soll ein Monster sein. Sag ich... Naja, es trifft ja fast gleich zu. Doch, deine Mutter hast du gemalt. Wirklich toll. Und was noch? Hm? Was siehst du noch auf dem Bild? Du hast einen Komposthaufen gemalt. Das ist Oma. Naja. Naja, haut ja auch fast hin, wenn man ein bisschen umdenkt. Die wird ja bald zum Komposthaufen. Super! Hä? Ein ganz Mama, tolles Alter. Bild, Johannes. Wie findest du die Sonne? Die Sonne? Ja. Welche Sonne? Da oben. Ach, eine Sonne soll das sein. Sieht aus wie ein Pissfleck. Findest du? Das ist das schönste Bild, was du jemals gesehen hast. Mhm. Warum hat der überhaupt im Kindergarten aber noch seinen Rucksack auf? Um ehrlich zu sein, mein Hund malt besser als du. Okay. Stabiler und der hat nicht mal Arme. Und wie... Sehr stabiler Hund. Findest du mein Baum? Der sieht tatsächlich aus wie ein Pimmel. Ich glaube, ich muss mal mit deinen Eltern reden. Dann ist der wenigstens gut gezeichnet. Jonas. Hängst du das Bild in unseren Gruppenraum? Aber natürlich. Ich hänge dein Pissfleck-Kompostmonster direkt in unseren Backofen. Aber da verbrennt das Bild. Ich weiß, Jonas. Wieso haben die einen Raum Backofen? Carina bei der Arbeit. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Frau Rüstermann. Aber natürlich. Um was geht's denn überhaupt? Es geht um Ihre Tochter, Frieda. Okay. Was ist mit ihr? Frieda hat Läuse. Oh nein. Ich hab's heute auf ihrem Kopf gesehen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Na, dann nehme ich Frieda mal mit. Ich bin gespannt, ob Gabi mit dabei ist. Nach Hause, ne? Vielen Dank erstmal. Sie wissen, wie Läuse entstehen? Was meinen Sie? Na, haben Sie eine Ahnung, warum sich die Läuse gerade Ihre Tochter ausgesucht haben? Oh nein. Fehlende Körperhygiene. Alter! Was? Frieda stinkt. Ich bitte? Läuse. Oh nein! Wir gehen immer dahin, wo es stinkt, Frau Rüstermann. Das ist doch Blödsinn. Das ist wirklich so. Woher haben Sie denn diese quatschige Info? Steht bei Facebook. Tut mir leid, aber... Dann muss es ja stimmen. Das ist Blödsinn. Jeder kann Läuse bekommen. Das hat überhaupt nichts mit fehlender Körperhygiene zu tun. War mir klar, dass Sie sowas sagen. Was? Ich sag's Ihnen, wie es ist. Läuse werden von Assis angezogen. Also ist eine Assi-Krankheit. Assi-Krankheit? Junge, da muss ja ganz RTL das haben. Mich gerade verarschen? Psst, nicht so laut, solche Wörter vor den Kindern. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Ich weiß, man muss das erstmal akzeptieren. Was? Dass man Assi ist. Ja, das muss man auf jeden Fall akzeptieren. Ganz normal. So, aber alles gut, Frau Rüstermann. Ich hab noch was für Sie. Unfassbar, ich glaub's nicht. Schauen Sie mal hier. Das ist eine sogenannte Seife. Was? War mir klar, dass Sie das nicht kennen. Man macht es auf die Finger und vermischt es. Und dann. Das ist ja wohl... Frau Rüstermann, Sie haben Ihr Assi-Kind mit den Läusen vergessen. Das ist aber schön, wenn sie ihr Kind einfach vergisst. Das zeichnet wirklich Assi aus. Carina bei der Arbeit. Also, liebe Kinder, heute ist der Carina-Fernsehtag im Kindergarten. Ich habe euch einen Film mitgebracht. Ihr guckt ihn und ich gehe so lange draußen Kaffee trinken. Findus und Pettersson. Das ist doch was für Babys. Kennt ihr Herr der Ringe? Oh mein Gott. Herr der Ringe ist super, ich habe ja, euch alle gut, aber die Teile müssen ja auch Herr der Ringe kennenlernen, ganz normal, Mann. Damit das auch ein bisschen dauert, ja. Und morgen gucken wir den Hobbit. Aber Alter, Stop. Das sind Kinder, Mann. Ich hätte mit sowas wie Death Snow oder Dawn of the Dead angefangen. Stopp, ich möchte keine Witze über Lukas hören. Ich weiß, er sieht aus wie ein Hobbit, aber keine Witze darüber machen, ja? Lukas?
Sie sieht aus wie Spaß! Sie sind aber sehr erwachsenes Kind sein. Carina, der Film hat doch nicht mal angefangen und die schreien schon! Fertig, Carina! Ich komme, Hannes! Ach du heilige Scheiße, ja leck mich doch am Arsch! Was ist denn? Also alles gut, Hannes, aber da hast du ja mal richtig einen abgeseilt, was? Ich hab Kacki gemacht! Ja, aber sowas von! Die Blumen verwelken, die musst du uns bezahlen, Hannes! Die musst du uns bezahlen! Gleich von Daschnell abziehen! Fertig! Oh Gott, Allmächtiger, ich glaube, ich werde ohnmächtig! Kannst du mir den Po abwischen? Oh nein! Nina? Ja? Alles okay? Ja, ja, der Geruch wird nur immer schlimmer. Vielleicht sollte ich vorsichtshalber die Polizei informieren, nicht, dass sie denken, dass ein Gasangriff stattfindet. Ich bin auch fertig! Bruno? Ja? Ah, jetzt macht alles einen Sinn. Der fette Bruno hat eine dicke Kackwurst in die Porzellangrube geballert. Sicher, dass das nicht ein Erzieher ist, Alter? Ruf eure Eltern an, die sollen euch abholen. Tschüss. Carina bei der Arbeit. Oh, oh. Guten Morgen. Hallo, Frau Friesenthal. Tiefe Stimme für ein Kind, Alter. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass Johanna jetzt auch in die Frühbetreuung kommt und auch in die Nachmittagsbetreuung. Das gefällt ihr ja nicht. Was denn? Ja. Gibt's da ein Problem, oder? Nein, also... Sind keine Plätze mehr frei? Doch schon, aber... Ach, was denn? Nein, ist schon alles gut. Bleibt der Platz nicht schon. Trotzdem reserviert, auch wenn es nur ein Mittagskind ist, wenn dann entscheidest, doch länger zu gehen? Bleibt das nicht reserviert? Ich weiß es nicht. Ach, also bitte, Sie können wirklich ehrlich zu mir sein. Na aber gut, ich kann's mir also... Vorstellen, okay. Weil, Johanna, die... Was? Die nervt. Oh, das als Erzieher, Alter. Bitte? Es gibt ja so Kinder, die mag man. Aber ihre Johanna, die... Nicht ihr Ernst, oder? Die redet auch einfach viel zu viel. Aber das ist doch gut, wenn ein Kind viel redet. Aber nicht über Pferde. Wie? Die redet den ganzen Tag nur über irgendwelche Gauls. Sie haben ja auch einen Pferdehof. Jetzt wird mir einiges klar. Deswegen redet sie so viel über Pferde. Und deswegen stinkt sie auch so nach Pferd. Ich verstehe. Was? Johanna stinkt nach Pferdeäpfel. Johanna badet jeden Abend. Ja. Im Pferdeäpfel. Im Pferdeäpfel, oder was? So eine Frechheit. Johanna, jetzt noch in der Früh- und Nachmittagsbetreuung? Ich weiß nicht. Das hat sich erledigt. Ich melde Johanna nämlich aus diesem Kindergarten ab. Meine Gebete wurden erhört. Endlich keine Pferdegeschichten mehr. Auf Wiedersehen. Wenn er jetzt versucht hat, ihr damit zu drohen, dann war das aber voll ein Schuss nach hinten. Dann sagen wir lieber Tschüss, denn auf Wiedersehen, ich weiß nicht. Frechheit, absolut. Tschüss. Carina bei der Arbeit. Carina? Ja? Krieg ich noch ein Naschi? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Nicht so wieso? Naja, weil du... Was? Ich sag's mal so. Ja? Du bist... Woher kenne ich das? Fett. Saugbord. Carina bei der Arbeit. Wo kam eine Freundin? Ich würde gerne einmal mit Ihnen sprechen jetzt hier. Aber sehr gerne, Frau Grünschnabel. Was kann ich für Sie tun? Der Ferdinand Valentin hat zu Hause geweint und gesagt, dass er den Kindergarten doof findet. Ja. Ja, vielleicht, dass Sie... Was wollen Sie von mir, Frau Grünschnabel? Na, erstmal möchte ich wissen, woher das Wort doof... Die ist doch noch Grünschnabel, na, dann ist alles klar, Alter. Doof hat, weil das hat er von uns zu Hause ganz bestimmt nicht. Vielleicht hat er Ihnen ja tief in die Augen geschaut. Das kann ich mir vorstellen. Also, das ist jetzt... Also, hier bin ich mal voll auf Carinas Seite. Wow. Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Der Ferdinand Valentin hatte heute anscheinend ein traumatisches Erlebnis im Kindergarten, ja? Wenn die Kinder seinen Bio-Namen rufen, hat er jedes Mal ein traumatisches Erlebnis. Kann es sein, dass der Ferdinand Valentin heute Kuhmilch getrunken hat? Nein. Er trinkt nur Hafermilch. Ja? Ja. Oh nein! Absolut! Er hat doch kein Fleisch gegessen oder so, ne? Niemals! Ersatzprodukte auch nicht, ne? Auf gar keinen Fall! Na, ich war nämlich ganz erschüttert, weil der Ferdinand Valentin seine Tofu-Stange heute nicht aufgegessen hat. Es war alles in Ordnung heute, wir hatten einen richtig schönen Tag. Leo hatte sogar Geburtstag und ich finde, man sollte es verbieten, ein Kind vegan zu ernähren. Alleine schon, weil das Kind noch gar keine wirkliche, wie sagt man das? Es kann es einfach noch nicht selber entscheiden und verstehen. Einen Kuchen mitgebracht für alle Kinder. Das ist jetzt aber nicht so, dass der Ferdinand Valentin auch ein wichtig. Stück Kuchen bekommen hat. Doch, und natürlich. Vitamine. Der wäre doch sonst todtraurig gewesen. Von wem war denn der Kuchen? Leo. Leo Friedrichsen.
Leo Friedrichsen. Die Fleischfresserfamilie. Wie bitte? Da war Kuhmilch im Kuchen drin. Jo. Der arme Ferdinand Valentin. Jetzt müssen wir ihm wieder den Magen auspumpen. Alter! Mein Gut, ich habe ihr nichts von dem Hacksteak erzählt, was Ferdinand sich mittags reingeballert hat. Carina bei der Arbeit. Carina! Um Gottes Willen, was denn? Lina hat mir in den Bauch gehauen. Lina hat dir in den Bauch gehauen? Ja, aua. Das kommt doch spät. Zu Lina hin, sagst ihr, dass du dir wünschst, dass sie sich entschuldigt. Okay. Und noch bevor sie antwortet. Was? Gibst du ihr eine Schelle. So. Aber wir dürfen nicht hauen. Aber sie hat doch angefangen. Dürfen wir nicht. Dann hau ihr das Knie kaputt. Aber Carina. Was? Hauen ist nicht gut. Also sag mal, Anna, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Stimmt. Und ich bin ein Kind. Ein ziemlich dummes Kind, wie mir scheint. Aber... Also Anna, du gehst jetzt zu Lina und dann gibst du ihr eine Schelle. Na gut. Ach du Scheiße, die hätte es ja wirklich gemacht. Sag mal, Anna, hast du einen Arsch auf? Die hat doch gesagt, dass es machen soll, Mann. Ich bin ein Kind, da macht das. Das war echt cool. Ey, darauf habe ich wirklich gewartet, auf sowas. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.